Bei einem Verkehrsunfall am Autobahnkreuz Walldorf, an dem 4 Lastfahrzeuge beteiligt waren, wurden 2 Personen schwer verletzt. Ein 27-jähriger Mann war kurz nach 12 Uhr mit seinem Lastwagen auf dem rechten Fahrstreifen der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs. Am Autobahnkreuz Walldorf musste er staubedingt abbremsen. Ein ihm nachfolgender 57-jähriger Sattelzugfahrer bemerkte dies zu spät, versuchte noch nach rechts auszuweichen, prallte ungebremst gegen den Lastwagen, geriet dann in den Grünstreifen neben der Fahrbahn und stieß gegen die Leitplanken. An deren Ende kam er mit seinem Sattelzug nach rechts über die Sperrfläche, über die Parallelfahrbahn und stieß dort gegen einen weiteren Lastwagen, der gerade von der Parallelfahrbahn nach links auf die A6 auffahren wollte. Dieser wiederum wurde nach rechts abgewiesen und stieß gegen einen 4. Lastwagen, der von der Überleitung von der A5 aus Richtung Karlsruhe kommend auf die A6 in Richtung Heilbronn auffahren wollte. Ja, also die Fahrzeuge sind sehr stark deformiert. Ich gehe hiervon aus, von meiner persönlichen Meinung, dass es ein Auffahrunfall war, wieder am Stauende, ohne Abbremsung, also direkt aufgefahren. Vom Trümmerfeld reden wir hier von mindestens zwischen 300 und 500 Meter, wo die Sachen verstreut sind. Und was man hier sehr gut sieht, ist, dass beim einen LKW zum Beispiel die Tür abgerissen wurde und im anderen LKW drin liegt, wo aufgefahren ist. Also man kann von sehr viel Glück sprechen, dass die Person eigenhändig aussteigen konnte. Wäre ein Beifahrer mit an Bord gewesen, hätte das, so wie das Führerhaus aussieht, nicht überlebt. Die Anfahrt ist bis zu dem Kreuz reibungslos verlaufen. Nur ab dem Kreuz, wo es dann auf der Überleitung von der A5 zur A6 geht und nur eine Spur ist, hat man gemerkt, dass man nicht mehr ausweichen kann und dass die Rettungsgasse sehr eng war und wir kaum durchgekommen sind. Vom Lastwagen des 57-Jährigen fiel die Ladung, eine größere Anzahl von Milchpackungen, auf die Fahrbahn und verschmutzte diese im Bereich der rechten Fahrspur und der Zuführung zur A6. Der 57-jährige Fahrer des auffahrenden LKW wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus abtransportiert. Der 27-jährige Fahrer des zweiten beteiligten LKW wurde ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Während der Landung des Hubschraubers musste die A6 in Fahrtrichtung Heilbronn kurzzeitig voll gesperrt werden. Nur wenige hundert Meter entfernt von der heutigen Unfallstelle ereignete sich vor wenigen Tagen auf der A5 ein schwerer Verkehrsunfall am Stauende, bei dem 4 Tote zu beklagen waren. Das ist einfach grauerhaft. Das ist furchtbar. Ganze Familie, was ich vorher gesagt habe, ausgelöscht. Das ist mehr als schlimm. Und ich finde, das nimmt immer mehr zu. Also vor 10, 15, 20 Jahren hast du diese Häufigkeit nicht gehabt. Und ich bin der Meinung, das hängt mit dem Handy zusammen. Ich denke mal einfach, dass du heute keine 200 Kilometer mehr fahren kannst, ohne im Stau zu stecken. Und dass viele von den Unfällen einfach dadurch entstehen, weil die Leute wirklich am Handy rumspielen. Und es ist nicht mal schnell telefonieren, sondern hier auf Facebook und WhatsApp und so Scheiß. Wenn man auf der Autobahn fährt, sobald es irgendwie ein bisschen staut, meine die Leute, sie müssen auf dem Handy rumspielen. Das sieht man, ich bin viel auf der Autobahn. Und da sieht man, dass die ständig auf der Handys rumspielen und wenn vorne dran, der bremst den Hals. Die Überleitung von der A5 zur A6 in Richtung Heilbronn war während der Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt. Ebenso der rechte und mittlere Fahrstreifen auf der A6 in Fahrtrichtung Heilbronn. Es bildeten sich Staus von mehreren Kilometern Länge.